Hey, hier ist wieder Anzu und ich bin heute komplett ungeschminkt, weil ich euch nämlich zeigen will, wie ich meine Kontaktlinsen reinmache. Als erstes muss ich sagen, dass ich schon sehr, sehr lange keine Kontaktlinsen mehr reingemacht habe. Eigentlich habe ich eine Zeit lang Kontaktlinsen getragen und wollte mir eigentlich auch demnächst mal wieder welche zulegen. Aber irgendwie hatte ich in letzter Zeit einfach nicht das Bedürfnis, unbedingt Kontaktlinsen mit Sehstärke zu tragen. Deswegen ist es bei mir jetzt echt schon fast 3 Monate her, dass ich das letzte Mal Kontaktlinsen reingemacht habe. Deswegen wird das heute sehr spannend. Aber weil ich jemand bin, der da auch ein bisschen empfindlich ist, dachte ich, ich zeige euch einfach mal, wie ich das mache. Als allererstes habe ich vorher meine Hände mit Seife gewaschen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, denn ihr wollt keinen Dreck in euren Augen haben. Deswegen wirklich gründlich die Hände mit Seife waschen, wirklich einmal komplett auch die Rückseiten alles mit Seife abwaschen. Und ich bin da sehr, sehr pingelig. Deswegen habe ich auch immer noch so ein Hygiene-Handgel oder so ein Desinfektionszeug eben. Und davon gebe ich mir jetzt auch noch ein kleines bisschen, das war schon wieder viel zu viel, ein kleines bisschen auf meine Hand. Und dann verreibe ich das einfach in meinen Händen, einfach um sicher zu gehen, dass ich jetzt nicht noch irgendwelche Keime an meinen Fingern habe. So. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Und dann habe ich hier die 2 Kontaktlinsen. Ich bin jetzt auch selber mal sehr gespannt, wie das aussehen wird, weil ich noch nie schwarze Kontaktlinsen hatte. Und dann kann man das hier so einfach aufziehen. Ja. Und da ist dann eine Flüssigkeit drin, in der die Kontaktlinse liegt. Und man nimmt jetzt einfach mit dem Finger erstmal die Kontaktlinse am besten raus. Okay, und dann setzt man die so auf den Finger und dann muss man schauen, dass die richtig rum ist. Es gibt ein richtig rum und ein falsch rum bei Kontaktlinsen. Richtig rum ist sie, wenn sozusagen, naja, es ist leichter zu erklären, wie sie falsch rum ist. Also falsch rum ist sie, wenn sich die Enden sozusagen so nach außen biegen, wie so ein Teller, sagt man immer, wie so ein Suppenteller. Und richtig rum ist es, wenn es eher so halt nicht wirklich nach innen geht, aber wenn es halt schön rund ist. Also die ist jetzt meiner Meinung nach so rum richtig rum, aber ich gucke meistens nochmal und drehe sie um. Da sieht man jetzt, dass sozusagen die, der Rand sich so nach außen wölbt und dann weiß man, okay, das ist falsch rum, also muss sie andersrum. Okay, so rum ist sie also richtig rum so. Und ich mache das jetzt so. Ich habe hier einen Spiegel, deswegen nicht wundern. Ich versuche die Kontaktlinse jetzt in dieses Auge einzusetzen. Ich drehe mich immer leicht zur Seite, sozusagen, dass wenn ich in den Spiegel schaue, ich hier sehr viel Weißes in meinem Auge habe. Also man kann versuchen, die Kontaktlinse entweder direkt auf die Pupille aufzusetzen, aber das kann ich überhaupt nicht. Und ich setze die Kontaktlinse immer auf das Weiße. Also ich drehe sozusagen meinen Kopf und habe dann hier sehr viel Weißes, dann mache ich meine Haare zur Seite. Dann ziehe ich das runter und setze die Kontaktlinse einfach auf das Weiße. Und dann muss man ein bisschen blinzeln. Also wenn man die Kontaktlinse auf das Weiße draufsetzt, dann ist es so, dass die ja sozusagen neben dem Auge sitzt. Und dann muss man sozusagen in die Richtung der Kontaktlinse schauen. Also wenn ich das so mache, muss ich dann immer nach hinten schauen, einfach damit die Kontaktlinse dann rüberrutscht. Man sieht schon den Unterschied, denke ich, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich finde es gerade sehr, sehr gut. Also, ich finde die Kontaktlinsen auch relativ angenehm. Auch vom Aussehen her, muss ich sagen, ist es echt gut. Also, der Kreis, der schwarze Kreis hätte nicht enger sein können, weil ich schon so einen minimalen Rand sehe, sozusagen. Aber wenn er weiter gewesen wäre, würde man auch noch mehr von meiner eigentlichen Augenfarbe sehen. Ich setze jetzt mal noch die andere Kontaktlinse ein. Ah, das spritzt dir jetzt raus. Da mache ich das im Endeffekt genauso. Ich schaue, ob sie richtig rum ist. Und dann drehe ich mich sozusagen zur anderen Seite. Ziehe das Augenlid runter. Und setze die Kontaktlinse ein. Und die will natürlich nicht rein. Ja, das kann halt auch passieren. Dann müsst ihr einfach ganz vorsichtig schauen, dass sie nicht runterfällt oder so. Und dann einfach nochmal. Naja, jetzt. Wow.
Also ich bin gerade sehr begeistert, wie gut das aussieht. Ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn ich das noch alles geschminkt habe und so. Es ist ein bisschen ungewohnt, weil man hier so einen leichten schwarzen Rand hat und ich auch nicht weiß, ob ich das irgendwie nochmal so ein bisschen verschieben kann oder so. Aber ich glaube, meine Augen müssen sich einfach so ein bisschen dran gewöhnen. Es ist echt ein bisschen komisch. Also bei der... Ich kann kein links und rechts unterscheiden. Auf dieser Seite sehe ich halt wirklich einen ganz schön krassen schwarzen Rand. Aber ich weiß nicht, ob meine Pupille sich vielleicht einfach noch anpassen muss und einfach ein bisschen enger werden muss. Ich zeige euch noch kurz, wie ich die rausnehme. Also ich habe hier so einen Behälter. Da steht auch einmal L für links und R für rechts drauf. Und dann kommen wir wieder dazu, dass ich kein links und rechts unterscheiden kann. Ich habe noch Kontaktlinsenflüssigkeit von meiner Kontaktlinsenphase sozusagen übrig. Und die fülle ich dann hier einfach rein. Ich mache den Behälter immer so voll, dass ich ungefähr drei Viertel voll habe. Dann kann man noch gut die Kontaktlinse reinpacken. Und wenn man die dann sozusagen rausnimmt, dann schwappt einem auch nicht gleich alles entgegen. Genau. Und da ich jetzt irgendwie viel nochmal meine Kamera angefasst habe und alles, desinfiziere ich einfach nochmal minimal meine Hände. Also gerade die Finger, mit denen ich jetzt in mein Auge fassen möchte. Und dann mache ich das so, dass ich wieder zur Seite schaue. Mein Augenlid runterziehe und dann einfach mit Zeigefinger und Daumen in mein Auge fasse und dann die beiden zusammenschiebe, die Kontaktlinse greife und einfach rausnehme. Ich lege die Kontaktlinse jetzt auf meine Handfläche und dann mache ich hier einfach noch ein bisschen von der Flüssigkeit drauf, um die zu säubern. Wenn man die jetzt so kurz drin hatte, ist es nicht unbedingt notwendig, aber wenn man die wirklich den ganzen Tag drin hat und dann auch Schminke am Auge hat und so, dann sollte man das schon machen. Und dann lege ich die hier rein. Und mache die Kappe für rechts drauf. Ja, wenn ich nachdenke, weiß ich, wo links und rechts ist, aber spontan weiß ich das meistens nicht. So, dann habe ich jetzt hier meistens eklig nasse Hände, aber egal. Und dann mache ich das gleich auf der anderen Seite. Ich schaue sozusagen wieder schräg in den Spiegel, ziehe das runter und dann gehe ich mit Zeigefinger und Daumen rein und dann ist das eine sehr widerspitzige Kontaktlinse, denn sie möchte nicht rausgehen. Jetzt. Genau, und dann mache ich hier auch einfach nochmal Flüssigkeit drauf, mache die so ein bisschen sauber und dann packe ich die hier rein und dann sind meine Hände ganz nass. Ich bin wieder kontaktlinsenfrei. Meine Augen drehen meistens ein bisschen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. So mache ich meine Kontaktlinsen rein und wieder raus. Und es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr saubere Hände habt, weil sobald ihr da irgendwie ein Staubkorn oder irgendwas drunter habt oder irgendwelchen Dreck oder irgendwie Schminke da drunter habt, dann geht das sofort schief und dann tut das alles weh und dann, weiß nicht, dann tut ihr eurem Auge auch nichts Gutes und das wollt ihr echt nicht. Deswegen macht eure Hände wirklich komplett sauber. Wascht sie mindestens ganz dolle mit Seife, wenn ihr sie nicht sogar desinfiziert, so wie ich das mache. Ich werde es leider nicht schaffen, das Video vor der Leipziger Buchmesse noch hochzuladen, weil heute ist schon Dienstag und Donnerstag geht es schon los. Das Video ist ja allgemein relativ hilfreich, auch für Leute, die ganz normale Kontaktlinsen tragen. Deswegen... Ja, und das war's auch schon. Also bis zum nächsten Mal.